Moin. Herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Shop dran. Ich bin hier weiterhin am Ballenpressen. Lukas fährt noch hin schon hier, glaube ich, nach Hause. Müsste so sein, hat er schon zu Hause. Okay, dann wird er denke ich mal Ballenpressen hier. Und ja, dann warten wir auf weitere Eintrittsträge oder so. Aber wann was wir vor 3-4 Wochen mal wegen Corona damals hatten bei dir, gell? Ha? Wir hatten es ja damals vor 3-4 Wochen das letzte Mal mit Corona. Ja. Hatten wir es ja gehabt, weil du ja da irgendwie hattest ein Kram oder keine Ahnung, ich hatte es. Dann hatten wir ja sonntags gespielt. Dann war ich montags ganz normal arbeiten. Und dann hat mein Kollege, mit dem ich gearbeitet habe, vormittags einen Anruf bekommen, dass seine Tochter positiv getestet wurde. Gut, man habe den restlichen Tag noch normal geschafft, dann, also es war so schon mittags dann schon. Und dann haben wir die 3-4 Stunden noch geschafft, wir sind dann zu seinem Auto gefahren und Kram und Ding. Und er hatte dann laufend des Tages auch schon gemerkt, dass er langsam so Symptome hat oder so. Und dann hat er abends dann im Testzentrum einen Test gemacht. Ich habe zu Hause einen eigenen Test gemacht. War bei mir noch negativ, aber er war positiv. So, ich muss ja nicht direkt in Quarantäne, weil ich bin ja geboostert und Kram, also scheißegal. Ja. Und ich habe dann jeden Morgen einen Test gemacht. Dienstags war auch nichts. Mittwochs habe ich im Laufe des Tages gemerkt, dass ich so ein Kratzen im Hals habe. Aber ich war abends im Testzentrum, war negativ. So. Und dann habe ich abends leicht gemerkt, dass irgendwie leicht Husten kommt oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass ich einfach eine Erkältung habe vielleicht. Zufällig. Ja. Ja, donnerstags morgens, Test gemacht, Schnelltest, positiv. Also, ab in Quarantäne in mein Zimmer. Ja. Und dann habe ich, war ich mittags dann im Testzentrum oben. War positiv und dann war ich halt abends PCR-Test. Kam dann einen Tag später, war auch positiv. Also was du sagen kannst, hast du Corona. Genau. Ich hatte Corona, ja. Und dann war ich ja in meinem Zimmer in Quarantäne, dass meine Eltern es nicht kriegen. Und dann so, glaube 3-4 Tage später oder so, hat mein Vater dann langsam eben leicht gemerkt, so irgendwie Schnupfen oder Kram. Hat meine Mutter Schnelltest gemacht bei ihm und war aber auch positiv dann. Dann hat der Arzt PCR-Test gemacht und Ding war auch positiv dann. Also musste er auch in Quarantäne Kram Ding, nur meine Mutter hat es halt gehabt. Die waren nächsten Tage noch bei der Arbeit. Hat Tests gemacht und Kram und Ding und. Ja, und dann irgendwann. Hat sie dann auch mal. Dann noch einen PCR-Test gemacht und Ding auch nochmal schnell testen. War beides negativ. Positiv. Und dann durfte ich aus meinem Zimmer wieder raus. 3-4 Tage dann noch. War dann noch 3-4 Tage mit dieser Asian hatten, dann kann ich wieder raus. Aber gut. Ich habe halt nur allgemein so Schlappheit und Kram gefühlt und Ding. War dann so 3-4 Tage. Lag ich einfach nur im Bett, hab YouTube geguckt, das war's. Ja, und dann war ich 2 Wochen halt dann krank geschrieben. Nö. Was nö? Oh. Nichts mit dir. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Ich hab nur irgendwas mit Auto verstanden oder so, keine Ahnung. Du nutzt ja in der Erschaft gerade den kleinen John Deere, oder? Doch. Wie so ein Spritzbahn oder was? Komm, zieh schon dir, zieh! Willst du eigentlich Sprit sparen mit dem Ding oder was? Nö. Dass, dann, das dass du deinen Deutschen tanken musst? Ja, das ist auch. Okay. Den kann man ja mal ein bisschen quälen. Der hat wenn der Tank leer ist, gibst du ihn einfach zurück. Ja. nee. Alle, also mit. Den Ballen hat er schon ein bisschen zu tun. Also, ich habe ja schon 20 Ballen gepasst. Und noch 3-4 Stück mehr. Also ich hab jetzt gleich voll. Naja, es sind so 24. Da kommt der angetuckert. Oh, nee. Was mache ich jetzt mit denen?
Ich weiß es nicht. Hä? Ich weiß es nicht. Was kann man denn eine Strohballen machen? Nix. Gar nichts, gell? Ich hab keine Ahnung, gibt's irgendeine Produktion? Da fällt echt nichts ein, was du Stroh brauchst. Kannst du nur verkaufen. Ich hätte gesagt, wir behalten es halt noch mal ein paar Ballen, aber... Also E-Ladung können wir ja behalten von mir aus, wenn du was brauchst. Ich weiß auch nicht, sieht man das im Menü, was man bei den Fabriken immer... Du kannst schon beim Händlermenü gucken. Bei der Produktion. Weil die kannst du ja auch platzieren. Oh, ich glaube Stroh. Kannst du ja nichts mit Strom machen? Was musst du mit Strom machen? Nö. Kommt zu weg, ist mir eine Latte, Alter. Kannst du keine Silage draus machen oder so? So. Man kann mal eine Fuhre behalten, das haben wir immer mal Kühe-Dinge oder sonst. Natürlich bringt das jetzt gar nichts eigentlich. Wann bringt die denn ein bisschen was? Dezember. Dezember? Ich kann doch die jetzt nicht auch alle da hinlegen, ey. Dann leg sie halt dahin. Da wurde sie halt einfach rollen. Ja, super. Leg sie halt dahin, mein Gott. Ist das so ein hoher Preisunterschied? Sind glaube ich 40 Euro oder so. Weil das bringt ja nicht, bringt ja nichts, das ist ja das Problem. Ja, das ist halt Stroh. Was ist mit Stroh? Was kann man denn mit Stroh machen? Das ist halt. Nix außer für die Tiere. Ja. Nur wenn man keine Tiere hat, ist halt höher. Ja. Gut verkaufen ist besser als nix, oder? Kann man gar nichts mit Stroh? Ist mal ehrlich, gar nichts. Was willst du denn machen mit Strom? Das ist ja das, du kannst es dann BGA nicht. BGA geht's auch noch rein. Ist halt Stroh. Ne. Ne, 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 ne. Ja. 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 Und da steht so ein Ding geschmissen was. Mm. Ah, da vorne sehe ich es, ja. Oh ja, gut. Ich erfährst du eigentlich bei auf 13. Ja, momentan. Laut meiner Anzeige, ich weiß nicht, ob die stimmt, 17, jetzt. Ja, also 50 steht auch. Sieht nicht sehr schnell aus. Dafür, dass du theoretisch Vollgas fahren kannst. Ja, ich weiß nichts anderes. Ja, nö, ist schon. Solange du mich nicht einhältst, ich kann das recht. Kann ja eh schneller fahren. Ja gut, du kannst schon Vollgas fahren. Ja, nach drei, super, dann bin ich beim Ballen und muss ewig warten, weil er noch... Ja. Weil die zurückgeschoben werden. Und dafür ist zum Beispiel diese Komprima um Stroh-Pads zu machen. Das bringt wenigstens was gemischt. Aber gibt's da nicht, wenn es überhaupt gibt. Ich fänd's cool. Wir haben zwar im 19 oder so ein, zwei Mal die Presse mal gemietet und zwar so. Ja. Besser als nix. So, ich hab jetzt 30 Bahn. Mal gucken, was die Wiese macht eigentlich. Achtung. Ja, fahren wir hinten rein noch, genau.
Bist du für Schlangenlinie gefahren? War beim Abtanken oder so. Oder weil da voll war. Wenn man einmal Schlangenlinie fährt, guck mal, sind wir hin, Alter. Wieder gefahren. Naja, sind noch ein paar Bahnen. Man ist so schnell hier, hallo. Bretter der da runter. Ja, immer diese Audis so auf dem Feld, ich glaub's nicht. Und dann können wir mal die Paletten von den Gewächshäusern einsammeln. Also langsam haben wir jeden einzelnen Fleck vom Grundstück ausgenutzt, kann das sein? Also jetzt von dem Teil halt, also bei Feld 60 kann man ja auch noch Sachen platzieren. Also da geht gar nichts mehr. Gut, der Wald steht unten noch, aber der wird eigentlich noch stehen lassen, ehrlich gesagt. Ich mach nicht weg. Ach, im Winter? Ja, komm. Ups, ich hab eben aufs Handy geguckt, Entschuldigung. Ja, immer die Handys am Steuer. Ja. Das sagt derjenige, wo ihr Handy alle hat, gell? Aber ist schon das Praktische. Alter. Wo hat denn der gelernt, hier Dresch? Also, oh mein Gott. Bei dir? Ah, ja. Man hat doch gelernt, wenn man voll ist oder so, erstmal stehen bleiben, bis das Stroh hinten rausfällt. Dann fahren. Nö. Also, dem stand da vorne gerade am Gerste oder was war jetzt? Weiß ich gar nicht. Gerste war das, gell? So gebe ich eigentlich die ganze Zeit Gas. Gute Frage. Ja. Echt du an, okay. Hier liegt übrigens noch eine halbe Bahn, ne? Oh. Hier drüben. Das freut mich sehr für dich. Ich habe alles eingesammelt. Ich kann sein, dass vielleicht ein bisschen was liegen lassen hat. Nicht so unwahrscheinlich. Ja, da fliegt gerade ein Vogel in meine Häuser rein hier. Mich verarschen. Da rollt ein Ball. Tschüss. Schönen Tag noch. Wie viel kostet nochmal die Traubending da oben? 80, gell? Ja, keine oder 50. Ahnung. Ja. Kann man da gucken, wir mal drin bei dir. Kann man da. Ja, fast. Was? Naja, doch nicht so fast. Fast gerade oder fast schwupp gerollt oder? Fast schepp. Also gerade. Nee. Ey, wieso ist denn jetzt? Hä? Was ist?
Nix, alles gut. Alles klar. Na gut, dann. Da oben fliegt zwei heiße Ballons. Moin. Mahlzeit. So, die Bahn. Feierabend. Ich muss bald mal wieder tanken. Du Scheiße, hast du den Sprit verbaut. Ich habe jetzt noch 265 Liter von 600. Wow. Ist weniger als die Hälfte. Ach du aber. Aber wir haben ja noch ein bisschen was gebunkert. Genau. Also, hier muss die Bahnbremse eh sauber gemacht werden, da kann ich halt. Sehr klein neben dran. Na, wird keiner mehr voll. Hier ist wirklich schon nichts erntereif gewesen, außer die neuen. Es hat. So. Ich war jetzt in die Waschanlage. Ja. Warte mal, Cody. Kannst du das probieren? Wenn der klappt. Nee, schade. So. Naja, liegen da fast gerade. Geht schlimmer. So, einmal hier rein. Ich muss schon sagen, der Hof ist schon ganz schön groß geworden. Zeit. Oder? Ja. Ja. Wieder der Lack ab oder ist das Logo so? Ich glaube, das ist. Aber oh, direkt noch ein geschrubbt. Wenn man überlegt, dass es damals einfach nur die Wiese war. So, einmal tanken. So. Und voll. Du kannst ja da ein bisschen reiten, oder? Ja. Machst du doch gerne, gell? Passt. Achtung. Was ist das? Wäre ich jetzt rückwärts gefahren, dann hätte ich dich erwischt. Was ist so gewesen? Ja, ja, egal. Vermacken, egal. Ja. Nicht unser, sagt er. Aber unsere Bahnbremse. Welcher von den Anhängern gehört eigentlich uns jetzt? Hä? Welcher von den Anhängern gehört eigentlich uns? Der, wo am Regal steht, müsste unser sein. Ah. Gut, dann tausche ich meine Maschine. Wenn, ist eh scheißegal. Ey, ja, nö. Ich geb die Maschine jetzt eh zurück. Das ist ja jetzt mit meinem Kern keine Mission. Nö, ist so. Auf was warten? Ja. Sehe ich genauso.
Mission. Hast du Holz? Baumwolle. Ui. 100.000 Liter. 100.000 Liter. Eier? Nee, 48.000 Liter Eier haben wir nicht. Ich weiß ja nicht genau, wie viele das sind, aber... Keine 48.000 Liter. 523 Euro. So. Schon Titel an der Bulls, genau. Kann man die helfen? Zum Glück hat der Titel leider Anhänger gucken. Wie der Anhänger geht er jetzt nicht ran. Ist doch scheißegal, lass ihn doch stehen. Nee, ich brauch die Palettengabel. Boah, theoretisch kann der Titel leider auch abfahren. Hat alle Anschlüsse, alles. Wenn man einen Fahrer braucht. Geht er auch. So wackeln die Herbizidefässer. Ein Rückwärtsgang. So. Guck ich mal noch den Paletten. Wie sieht's beim Honig aus? Könnte auch wieder voll sein. Nehmen wir mit. Ist voll. Dann ist hier nichts. Nicht gegen den Zaun, bitte. Dankeschön. Drei Tomatenpaletten. Krieg ich die auf einmal? Wahrscheinlich nicht. Naja, abwägen, geht über studieren. Was ist jetzt mit mir? Ich bin müde, ey. So, ich habe hier drei Tomatenpaletten. Gucken, ob die ankommen da oben. Es ist nur 2 Meter Fahrt. Wenn es eben ehrlich wäre, wäre das kein Problem. Da es hier aber bergauf geht, ist das etwas heikel vielleicht. So. Ein bisschen Ausgleich mit dem Hang. Dann sieht es sogar nicht mal so schlecht aus. Ach, guck mal, wie ein Profi. Klappt doch wunderbar. Hier. Pferd! Stopp! Achso, du rein. Mann, ich hasse den Gaul jetzt schon, ey. Das sieht sehr interessant aus, gerade die Palette. Guck mal aufs Dach von der Halle. Komm ich da nicht hoch oder was? Mach schon mit den Pferden. Ich hab zu spät gebremst. Und Sprung. Willst jetzt da rein? Ja, brav. Du willst jetzt da rein. So, fahr ich wieder rückwärts hier runter. Wie viele Salat haben wir? Eine, glaube ich. Na ja, okay. Krieg ich die in der Innenansicht?
Ach, das mit dem Profi, wo ist denn einer? Ich will gerne mal einen kennenlernen. Ich habe eben drei Tomatenpaletten auf einmal darüber gefahren. Die Berg hoch. Boah. Ja. Und jetzt habe ich die Salat-Palette nur einer Ziege dran. So. Schlimme ist nur, wenn ich hier stehe und dann muss ich ganz bremsen. So, wieder zurück. Aber ich glaube, sechs Erdbeerpaletten nehme ich nicht gleichzeitig. Jetzt bin ich wieder falsch rum im Titel. Schisser. Aller gut. Probieren wir es halt. Nee, der wird das Teddy nicht hochbekommt. Das könnte auch sein, ja. Ich muss erstmal das Tor hier unten zu machen. Sonst ist es hier ein bisschen eng. Gut, es ist auch so eng, aber. Kriegen wir schon. Ich muss früher einlenken. So, jetzt und rum. War schon wieder zu spät. Ach Gott. So, das fahre ich so weit rückwärts, bis es Bumm macht. Bis ich gegen den Zaun fahre. Jetzt schieben wir die einmal dahinter, die Paletten. Und dann gehe ich in die Außenansicht, sonst wird es gar nichts. Ich habe zwar gerade die Salatpalette gekriegt, aber das ist ja noch eine Palette. Das kriegt man in der Innenansicht noch irgendwie hin, aber. Keine sechs oder wie viel sind? Ja, sechs Stück sind's. Gucken wir mal. Nein, stopp. Bitte weiter zusammen die Zinken. So, Palette Nummer 1. Steht schon mal leicht schief drauf. Ist schon mal gute Voraussetzung. Nein, 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 nein. Lass sie doch los. Ich habe darauf gewartet, dass du kommst zu gucken. So, ich habe schon mal drei Paletten. Die habe ich jetzt schon. Lass doch die andere Palette los. Gut ist, dass ich Sticklenker habe, da geht es eigentlich einigermaßen. Alter. Also vier habe ich jetzt schon übereinander. Jetzt muss ich den noch hochkriegen. Ich darf dann erstmal ein Bild machen, bevor die runterfallen gleich. Bist du eigentlich? Ja, komm mal hergeritten. Ach Kannst du komm. mit dem Pferd die Paletten umschmeißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke und hoffe mal nicht. Ich habe jetzt fünf übereinander. Wow, ey. Als über die Paletten springt, da. Das freut mich sehr für das Gau, dass er drüber springt. Aber. Boah, scheiße, zu hart eingelenkt. Oh Jetzt will ich nur darum rumreiten. So, ich stecke zurück.
Nicht so schnell. Gefühl im Gaspedal. Genug sind sie? Du mich auch. Ja, komm. Junge! Geh runter von mir! Häng ich gerade irgendwo? Ach, im Gewächshaus häng ich. Irgendwie zappeln die ein bisschen rum, kann das sein? Ja, die haben ein bisschen gezuckt. Sie stehen schon mal. Ist der wieder fort? Ah ja, gut, egal. Die werden eh gleich umfallen. So wie die schon rumzappeln. Sag mal. Nein. Bist du bei uns übers Baumwollfeld gefahren? Nein. Hä, wieso fehlt dir da ein Eck? Wo fehlt ein Eck? Am Baumwollfeld, da fehlt so eine Ecke. Alles gut. Ich möchte es nicht ausschließen. Ich auch nicht, dass ich's war, aber ich erfahre halt mal. Na. Was? Oh, diese Paletten. Ich hab die angehoben. Stand. Ich stand. Ich hab mich nicht bewegt. Auf einmal machen die den Hampelmann. Zappeln da rum, die Zappel Philipp. Bumm, fallen sie alle um. Ich hab nichts gemacht. Aber zwei stehen noch übereinander. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, die sind immer im Busch. Ach, okay, hab ich gedacht. Wo ist der bei der denn? Ich nehme jetzt zwei. Ach, Mann. Ich geh jetzt mal schnell in den Feldkurban. Was ist das für eine Physik hier, Alter? Die Krise. Dass sie diese Palettenphysik nicht hinkriegen, ist so ein Kotzen. Jetzt mal ehrlich. Fuck, ich hab falsch angenommen. Ach, kacke. Ist ohne Ding mehr angenommen, oder mit? Ja. Was? Also wir haben ja kein jetzt hab ich schon wieder das falsche. Alter! Wir haben ja kein. Jetzt lass die doch da drauf liegen! Bitte! Ich glaube, wenn ich die Eisen gefahren hätte, wäre ich schon fertig. Wahrscheinlich schon. Ja, gell? Aber ey. Ein bisschen testen, probieren hier mal. So, ich habe jetzt drei. So. Rückwärtsgang rein. Und ab die Post. Bisschen kippen. Wenigstens piept der bei rückwärts fahren. Das ist schon irgendwie eine Überfahr. Ja, ich soll vielleicht nicht mit 20 in Huckelhof fahren. Jetzt hängt die eine ein bisschen. Blöd. Rennst du eigentlich rum? Beim Honig oder was? Keine Ahnung, ich stehe hier einfach nur. So, drei Paletten sind angekommen. Halleluja. Oh Gott, ich glaube, ich höre da nicht auf. So, jetzt. Gar keinen Bock mehr. Wollt schon noch gucken? Nö. So, das wird jetzt interessant. Die Garten mal ein bisschen auseinander machen. Dann habe ich mir die Palette jetzt hier erst einmal. Dann habe ich mir die hier. Klappt vielleicht. Ja, das. Ach komm! Das fahr doch nicht runter wie so ein Lappen. Blödes Ding. Jetzt nehmen die doch. Ich sehe schon, gleich macht's bumm und die Palette liegt immer am Buckstuhl, oder? Jetzt.
Bist du gerade in dem Traktor oder so? Nö. Hol mal bitte ein. Hast du dich umgeschmissen? Nein. Das nicht. Und dann? Ja, ja. Ja, ja. Bring mal das Reifenwechselwerkzeug mit. Ja. Kannst du ein paar Reifen wechseln hier? Oder ein? Bisschen Boden gebackt oder was? Nein. Aber dann bräuchte ich ja doch eher einen Frontlader, um den Dinger anzuheben. Hi. Ja, danke. Jetzt häng ich auf den anderen drauf. Ah. Aber du kannst ja auch gar nicht. Ja, komm. Rückwärtsgang. Na komm. Jetzt nochmal der alles entscheidende Schlag. Ach, jetzt wäre ich Frontlader dabei, oder? Schade. Mann, ach komm, bleib doch liegen. Salto. Hab noch einen Trick gelernt. Ich hätte so geil gefunden, wenn er liegen geblieben wäre auf dem Dach. Ich hab neuen Trick gelernt, ich kann jetzt Salto mit dem Traktor. Und das war ja eine Rolle. Man hat eine Rolle, mein Gott, bist du kleinlich, ey. Das wäre so geil gewesen, wenn du auf dem Dach liegen geblieben wärst, doch, Mann. Ich kann's ja. Hm. Ich bleib nicht auf dem Dach liegen. Ich kann's auch. Wenn die Paletten aber wollen würden, könnt ihr's auch. Mach mal das Dorf bitte hier. Bestimmt. Oh. Bitte. Warte, ich fahr mir. Scheiße, alles gewechselt ist. Hey, das sind ja nur zwei, da waren noch drei gelegen. Was ist das für ein Beschiss? Die liegt auf dem Dach, die krieg ich grad nicht. Die muss ich extra nehmen. So. Ich hätte ja alle sechs auf einmal genommen, aber die wollten ja nicht. Tja. Das sah nicht so schlecht aus, bis sie dann gepackt haben. Ich würde eigentlich schon mal interessieren, wie die auf der anderen Seite wieder rauskommen. Was? Wie? Ja, Tick. Ja? Ich lager mal einen aus. Mal gucken, was passiert. Wie sollen die denn rauskommen? Keine Ahnung. Außer so als Palette wieder. Oh. Ich hab keinen Bock mehr. Die eine Palette war immer noch. Oh. So, wo haben wir sie da? Ach, da liegt sie im Gebüsch. Eigentlich kriege ich sie da jetzt. So, irgendwie genommen. Theoretisch. Na gut, drehen wir es halt um. Genau. Na, komm. Alter! Ist doch nicht so schwer. Schon. Ja, ich merk's. Und der schrubbt die Palette auf den Boden vorne dran und dann biegt sie wieder ab. So.
war's doch. So. Letzte Palette. Eieiei. Schwere Geburt. Meine Güte. So. Stellen wir den wieder durch, wo hier gehört. Bremsen. So, so, das hier mache ich dann nächstes Mal. Was? Fällt neun Kurban. Ah. Oh ja. Nimmt schon dir 2, 6, 2, 30. Nur. Ach, leider. Genau der. Wir kennen das. Gut, ich hör jetzt auf. Alles gut, dann danke fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis nächste Folge dann. Tschüss.